Moin, herzlich willkommen zurück zur Sonntagnachmittagsausgabe hier von Let's Play LS17 auf der Nordfriesischen Marsch Vierfach Map Version 1.6 ohne Gräben. Und ihr kommt genau richtig. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt ihr auch nicht genau richtig. Mal gucken, was er hier jetzt macht. Mal gucken, wie er jetzt versucht, hier ein vernünftiges Vorgewände hinzulegen. Ich befürchte, dass er im Kreis fahren wird. Also, ich meine, ich befürchte, ich sehe es ja, dass er im Kreis fährt. So, dann lassen wir mal hier den Abfahrer. Dann hier mal ein Stück zurück. Kommen nicht weiter. Macht aber nichts. Mal gucken. Wegpunkt. Okay. Ja, wir haben angefangen mit der Aussaat. Das ist hier das erste Feld, was wir aussäen. Wir sind auch dabei, auf Feld 41 zu düngen. Das müsste aber gleich schon fast fertig sein. Sag ich jetzt mal. Das hier geht doch jetzt auch in Scheiße über. Na, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Doch, es geht in Scheiße über. Ja, bei der nächsten Wendung mach ich mal Stopp. Jetzt vielleicht ein bisschen. Vielleicht soll ich ihm sagen, dass er auch einen größeren Wendekreis hat, dass es mit 21 Metern nicht hinkommt, sondern dass es irgendwie 35 sind. Keine Ahnung, ob es dann geht. Aber. Ach Mann, was mache ich denn hier? Ja, so seitlich, wie ich da gerade geguckt habe, kann halt auch nicht gehen, ne? Und dann voreinstellen, nach links ein Wegpunkt, ja. So, also wie gesagt, erstes Feld. Und so weit, so gut. Der wird eh gleich wieder im Kreis fahren. Aber wir können ja trotzdem schon mal anfangen und hier uns um die anderen Sachen kümmern. Um die anderen Fahrzeuge und die anderen Felder. Dass das da auch mal langsam vorwärts geht. Ja, nehmen wir jetzt noch so einen schönen großen. Heute, ne? Fahren wir mal den großen Fahrzeugen aus. Ein bisschen zeigen, was man hat. Die Nachbarbauern neidisch machen. Ja, ja. Nur so kann das gehen. Sogar aufgefüllt, das ist schön.
Gespann da hinterherfahren lassen. Bei ihm hier können wir mal gucken, was er jetzt so macht. Ja. Das funktioniert, wa? Gucken, wie oft der jetzt hier im Kreis fährt, aber... Scheinbar scheint es ja jemand zu merken, dass das nicht funktioniert. Wie auch immer. Oben hat das ja auch irgendwann gerallt. Scheinbar. Wen interessiert das nochmal hier? Wann er es denn versteht? Naja, wird schon irgendwann. Achso. Mein Dünger. Mein Dünger, der ist auch gleich fertig. Schön. Dann kann der auch zurück zum Hof. So, wo ist jetzt mein Xerion? Da. Dann fahren wir mal los. Gucken, wann der andere, der Fendt, soweit ist. So, wir halten uns jetzt hier nicht mit irgendwelchen Feldern dicht beim Hof auf. Ich nehme jetzt dieses Gespann, um die Sachen zu bearbeiten, die Felder zu bearbeiten, die weiter weg sind. Also Feld 4, 5, 6, 7, Grasfeld 7. Das ist ehemalige Grasfeld, ne? Und so. Ich finde die Condor ja ganz cool, ne, von der Arbeitsbreite her. Ich finde, die könnte ein bisschen größeren Tank haben. Aber sonst finde ich die cool. Arbeite ich gerne mit. Wenn es eben schön bequem ist, Direktsaatmaschine. Oh. Fast alle Fruchtsorten. Schon ganz angenehm. Schon mal Feld 4 säen. War da noch ein Kurs geladen? Ist klar. Das denn hier wieder in die Hose geht? Okay, follow me raus. Schnell hier rein.
einstellen. Ja. Super, haben wir auch gleich ein Bild. Und hier unsere Monokultur, unser Hopfenfeld, ey. Mann, Mann, Mann. Wie war das noch? Rohr ausfahren. Plan mal öffnen. Wie war das noch? Ich kann das Rohr auch irgendwie in der... Naja, egal. Wird schon gehen. So, was macht er? Oh, er ist da hinten schon. Schön. Und er ist hier immer noch. Ja, super, funktioniert. Ja, kein Stress. Ist auch unser Feld. Feld 15 hätten wir natürlich auch nochmal einkaufen können, ne? Serie 7 hat die Aufgabe erledigt. Ja, das war unsere Sämaschine. Sehr schön, dass sie die Aufgabe erledigt hat. Ah, hier läuft's, hier läuft's, hier läuft's. Serion hat durchdrehende Reifen. Schon erledigt. Series 7 hat die Aufgabe erledigt. Abfahrer einlassen. So, dann fahren wir mal zurück zum Hof. So, 2 Millionen haben wir noch. Und das wird sich, denke ich mal, wenn wir die Sachen, die wir jetzt alle haben, wenn wir da jetzt mächtig verkaufen, sind wir auch ganz schnell wieder bei 5 oder so. So, mal gucken. Ja, was da wohl hinkommt. Ist da 1,7 schon? Mal sehen. Ich dreh durch. Nein, ich dreh nicht durch. Sondern der Vent dreht durch. Ja. Ups.
sollte auch nach vorne gucken, nach draußen. Jetzt ein bisschen schräg vom Bildschirm, glaube ich. So, hier oben. Ja, sobald ich am Hof bin, mache ich ja Platz. Gucke ich mir. Ah, der Fendt hat keine durchdrehenden Reifen mehr. Seht ihr, manche Sachen erledigen sich von selbst. Dafür fährt er jetzt wahrscheinlich im Kreis oder so. Milch. Ja, ich habe viel zu viel Milch. Und ich habe null Mist. Was hatte er denn jetzt hier vor? Wo wollte er denn jetzt hin? So. Das gleiche würde er ja gleich nochmal haben. Den Rest hier abarbeitet. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, kommt mich auf meiner Homepage besuchen, friesenjung13.de. Da gibt es auch ein Formular, Bewerbung zum Mitspielen oder so heißt das, für Multiplayer-Livestreams. Das kann man ausfüllen, abschicken und nein, ich sammle die Daten nicht, um damit irgendwie Geld zu machen. Die Daten werden nicht weitergegeben, natürlich nicht. Sondern ich wollte die Daten einfach nur haben, damit wir dann vernünftig kommunizieren können. Sprich, damit ich euch eventuell E-Mails schreiben kann, damit ich euch über WhatsApp informieren kann. Wir haben also eine kleine WhatsApp-Gruppe, damit ich euch sagen kann, pass auf, dann und dann, nächster Livestream und Passwörter und sowas dann über WhatsApp zuschicken. Ja, und über E-Mail würde ich euch dann wahrscheinlich die Links immer zu den Mods zuschicken und so. Ja, könnt ihr mal ausfüllen. Es ist keine Garantie, dass ihr dann auch mitspielt. Je nach Nachfrage, je nachdem wie viele Leute da nachfragen und so. Ja, aber die Chance besteht. Alles klar. In diesem Sinn sage ich erstmal ciao.